Ja, Herr Meyer, das ist der erste Print Day, an dem Sie in Persona teilnehmen. Wie gefällt Ihnen denn dieses Format? Also ohne jetzt übermäßig loben zu wollen, sehr gut. Vor allem ist das erste Mal, ist für mich, ich komme ja aus dem Medienbereich, aus dem Journalismus natürlich auch, ich sage mal eine andere Zielgruppe, E-Commerce, PIM und so weiter. Und auf der einen Seite fand ich es ganz spannend, dass die Herausforderungen eigentlich recht ähnlich sind zu meiner eigenen Zielgruppe, sage ich mal, also es viel Überschneidung gibt. Es extrem spannende Vorträge gibt, die ich so die letzten zwei Tage genießen durfte und die Bude auch überraschend voll ist. Also hat mir gut gefallen. Ja, apropos Vorträge, auch Sie haben ja gerade einen sehr interessanten Vortrag über das Thema KI gehalten. Wie ordnen Sie denn KI ein? Hat KI einen konkreten Nutzen oder ist es eher ein Hype? Also aus der Hype-Phase sind wir eigentlich schon lange raus. Wird natürlich jetzt journalistisch relativ viel und breit in der Fläche darüber berichtet, deswegen entsteht der Hype-Eindruck. Aber KI ist in so vielen Anwendungen im Moment im Einsatz, dass man eher von einem flächendeckenden Einsatz eigentlich reden muss, weniger von einem Hype. Und es eher die Frage ist, wie geht die Entwicklung da weiter? Also wo sind Geschäftsmodelle, konkrete Einsatzszenarien und so weiter? Also wir sind eher im Bereich, die Leute, die sich wirklich damit beschäftigen, also gerade auch Medienunternehmen, der praktischen Umsetzung angekommen. Sie sprachen gerade von dem flächendeckenden Einsatz. Genau dieser flächendeckende Einsatz, der macht natürlich auch vielen Menschen Angst. Viele Menschen fürchten um ihren Job. Sehen Sie KI als einen Jobkiller? Also da müsste ich jetzt Radio Erivan Antwort Ja, Aber geben. Also im Endeffekt ist es so, die Reaktion ist völlig natürlich. Jede Form von Veränderung bringt eigentlich immer Unsicherheiten mit und natürlich auch ganz konkret die Frage, wie sieht mein Job in 5 Jahren, in 10 Jahren und so weiter aus. Im Moment sind wir aber beim Thema Einsatz KI eher im Bereich assistierende Systeme. Das heißt, Arbeiten werden vereinfacht, Prozesse werden beschleunigt. Insofern werden Kerngeschäfte und Kernjobs eigentlich nicht gefährdet. Und ich sehe es tatsächlich auch so, da KI ja auch negativ eingesetzt werden kann, zum Beispiel im Bereich Fake News, dass jetzt in meinem Bereich, zum Beispiel im Journalismus, wo viel Sorge ist, werden Journalisten, Journalistinnen in Zukunft eigentlich benötigt. Ich der Meinung bin, sie werden sogar noch mehr benötigt als in der Vergangenheit, um hier wirklich zum Beispiel richtige Informationen von falschen Informationen zu trennen. Also dieses berühmte KI als Jobkiller kann man weder pauschal so beantworten, noch im einzelnen Fall.